Hey Gloria, jetzt kommen deine ersten 11. Bist du bereit? Ja. Bei langen Auswärtsfahrten? Da schlafe ich gerne im Bus. Meine größte Macke ist? Ich lache in den ernsten Situationen. Training mit Ball finde ich? Ist das Beste, was es gibt. Training ohne Ball finde ich? Ganz schlimm. Der coolste Torjubel? Ein Tanz mit Vanessa und Melissa. Am meisten freue ich mich auf? Mein Comeback. Mein größtes Vorbild ist? Paul Pogba. Die deutsche Frauennationalmannschaft hat bei der EM gezeigt, dass? Frauenfußball mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Wenn ich eine Superkraft hätte? Gedanken lesen. Mein Ziel für die neue Saison ist? So schnell wie möglich auf den Platz zu kommen und der Mannschaft zu helfen. Wenn ich hungrig bin? Bin ich nicht so gut anzusprechen. Hey Sarah, jetzt geht's weiter mit deinen ersten 11. Bist du bereit? Yes. An Essen mag ich besonders? Essen ist ziemlich vielseitig. Ich mag die kulturellen Möglichkeiten in Essen, aber auch ja, die Mischung aus Ruhrgebietsatmosphäre und Natur. Ja. An Duisburg mag ich besonders? Ja, das ist eigentlich ähnlich vom Charakter her. Ist vielleicht noch ein bisschen mehr Industriecharakter, das mag ich. Dass ich nochmal in die Bundesliga zurückkehre? Ja, ist was Besonderes für mich. Also ich freue mich auf jeden Fall mega auf die Saison und freue mich auf die Herausforderung, um mich da selbst nochmal zu challengen. Aus meiner langjährigen Erfahrung weiß ich? Dass es keine einfache Saison wird, aber dass wir, glaube ich, wenn wir alle zusammen Vollgas geben und jeder sein Potenzial abruft, viel bewegen können. Die Frau-EM wird dafür sorgen, dass der Frauenfußball generell mehr Fokus kriegt, mehr Aufmerksamkeit kriegt und sich dadurch hoffentlich weiterentwickeln kann. Als Ernährungsberaterin empfehle ich? das ist viel, das ist sehr individuell. Grundsätzlich, ja, eine Regel, die ich immer befolge, ist ein 80-20-Verhältnis. 80% darauf achten, was man isst, 20% auch mal gönnen. Mein bisher größter Erfolg war? Das Pokalfinale 2014. Mein Ziel für die Saison ist? Alles aus mir rauszuholen und so viel wie möglich der Mannschaft mitzugeben, also mit der Mannschaft zu teilen und mit der Mannschaft gemeinsam das Maximale auch rauszuholen. Mein erstes Fußballtrikot war von? FC Bayern. Zu einem waschechten Derby gehören? Regen mag ich, Flutlicht und mir fliegt gerade eine Fliege ins Gesicht. Viele Emotionen. Comebacks finde ich. Comebacks? Gut. Hi Joyce, jetzt kommen deine ersten 11. Bist du bereit? Ja. In einem Jahr sehe ich mich? Immer noch in der ersten Bundesliga. Und die wichtigste Fähigkeit als Torhüterin ist? Einen kühlen Kopf zu bewahren. Und bei Wespen nicht auszurasten. Nach einem Sieg? Da wird erstmal ordentlich gefeiert mit der Familie und der Mannschaft. Nach einer Niederlage? Da brauche ich erstmal Zeit für mich. Einzeltraining finde ich? Sehr sinnvoll. Mein heimliches Laster ist? Ich bin Helene Fischer-Fan. Spätabends findet man mich? Im Bett. Frühmorgens bin ich meistens müde. Klischees über Fußballerinnen? Alle Fußballerinnen sind langsam. Im Auto höre ich sehr laut Musik. Meine größte Stärke ist? Auf dem Platz fußballerisch am Ball. Vielen Dank.